Moin und willkommen zurück zum Supermarkt-Simulator. Ja, dann fangen wir an. Jetzt müssen wir kurz natürlich erstmal die Preise checken und dann schauen wir mal, was wir bestellen müssen. Wir wollen heute so ein bisschen was austesten und gucken, ob wir mehr Kunden angelockt kriegen, wenn wir so Richtung Marktpreis gehen. Ich habe jetzt auch noch eine Mod drin, also wir spielen diesen Durchlauf komplett mit Mods. Und zwar eine Mod, wenn ich jetzt größer werde vom Laden her und wenn die Preise nicht so hoch sind und die Kassen relativ schnell funktionieren, soll ich mehr Leute anziehen können. Also mehr Customer, also mehr Kunden quasi. Deswegen gehen wir mal heute Richtung Marktpreis, dass wir da so in die Richtung gehen, weil wir haben ja jetzt schon einiges ausgetestet. Gestern habe ich mal so geschaut, wenn ich das lasse bei 30 Cent, dann fangen die Leute an zu meckern und sagen, ey, es ist mir zu teuer. Es kann aber auch sein, dass es an der Mod selber liegt. Deswegen gehen wir heute einmal Richtung Marktpreis bei dem ganzen Gekram, so was wir haben. 2,40 ist vollkommen okay. 3,40 auch. Hatte schon überlegt, ob ich mit die Mod reinmache, dass er automatisch die Preise anpasst. Allerdings habe ich da jetzt noch nicht so ganz durchgeblickt, wie das Ganze funktionieren soll. Deswegen habe ich die wieder rausgenommen und habe sie dann dementsprechend weggelassen. So, eigentlich können wir schon mal den Laden aufschmeißen, weil, ja, wir brauchen Money, Money, Money. Oh. Okay. Da scheint irgendwie ein Bug zu sein. Okay, das kannte ich jetzt nicht. Okay, da scheint irgendwie ein Fehler drin gewesen zu sein. Weil das kannte ich jetzt auch nicht. Das war mir jetzt auch neu. Okay, cool. Jetzt kann ich schon mal die Preise anpassen, ne? So, 3,55. Das war mir jetzt neu, dass das jetzt passiert. So, 5,80. Das passt. Dient sich schon mal. Ja, ich muss hier noch ein paar Sachen anpassen, Ma'am. Und dann lübt das hier von alleine. Jetzt haben wir die ganzen Sachen wieder auffüllen hier. So, Mehl. Und ich habe jetzt mir überlegt, wir füllen immer am Ende des Tages auf. Also quasi am neuen Tag. Füllen dann einmal die ganzen Ware auf. Dann sollte das eigentlich auch reichen. Muss nur gucken, dass ich vorher alles voll mache. Weil so viele sind das ja im Endeffekt nicht, die hier sich bedienen. Muss nur gucken, dass ich die Preise nochmal eben kurz durchgehe. 3,89, ja. Aber hier ist das ist viel zu teuer. Machen wir 8,39. Das sind aber ganz schön viele, die gerade reinkommen, ne? 3,60, 5,80, 73, 6. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob das wirklich alles durch die Mod ist oder ob das jetzt wirklich die normalen Leute sind. Natürlich haben wir jetzt das Problem, dass wir hier jetzt diese Centbeträge wieder haben. Aber ganz ehrlich, das ist nicht so schlimm. Das gibt schlimmere Sachen in dem Fall. So, bitteschön. Aber mit Karte. So, 25, 65. Es ist so ein bisschen komisch, dass ich das gerade nicht im Livestream mache, weil ich brauche jetzt alles quasi Screen. Na, dann hat man halt nicht die Möglichkeit, so mit euch zu quatschen. Aber ihr könnt ja gerne in die Kommentare schreiben, wenn ihr Bock habt. Dann werde ich mal gucken, dass ich das zeitlich beantworte. Mitglieder bekommen natürlich da Prioritäten. Also die werden natürlich schneller beantwortet. Keine Joke am Rande. Ja, aber ihr habt dann natürlich auch die Möglichkeit, Kanalmitglied zu werden, wenn ihr das Ganze möchtet. Na, nimm mal ein bisschen was raus hier, damit ich ja mal auffüllen kann. So, Mehl. Wir müssen natürlich noch unsere Rechnung nachbezahlen. Also unser Kredit, den wir aufgenommen haben, den müssen wir noch abbezahlen. Ja, bin schon da. Sekündchen. So, 31, 38. So, bitteschön. Guck mal, so schnell geht das hier. So, 84. Wie sehr. Nächste. Du kriegst auch 5 Dollar wieder. Hast du schon mal 10. 24. Bitteschön. So. Genau. Wir müssen noch gucken, dass wir unsere Rate hier zurückzahlen. So, frühzeitig abzahlen. Darlehen habe ich noch. Nein. Zahlungen habe ich auch noch 2 offen. So, okay. Was kostet uns die nächste Lizenz? Dann wären wir bei 400 Erdnussbutter und sowas. Rechnungen habe ich auch noch nicht bezahlt. Muss ich auch mal machen. Jetzt bin ich schon wieder pleite. Gibt's ja gar nicht. Ich würde nämlich jetzt erstmal gucken, dass wir ein paar Lizenzen voll bekommen. Also wir holen jetzt erstmal Lizenzen, bis wir keinen Platz mehr haben. Bauen wir hier alles um. Weil wir müssen ja Level 15 erreichen, um den Typen zu bekommen. Und das geht ja relativ gut, indem wir mehr Lizenzen bekommen. Weil wir dadurch mehr EP bekommen, weil wir dadurch mehr Sachen verkaufen können. Und wiederum mehr Geld bekommen. In dem Fall. Aber andersrum wiederum kostet uns es wieder mehr Geld, was wir natürlich erstmal verdienen müssen. Ist der auch voll? Okay, ist voll. Und ja, es ist so ein zweischneidiges Schwert. Auf der einen Seite bekommst du natürlich mehr Kunden im Endeffekt. Hast mehr Ware, die du anbieten kannst. Auf der anderen Seite musst du natürlich mehr Produkte kaufen, ne? So, lass mich mal schauen. So, Verwaltung, Rechnung, Wachstum.
Nein, Lizenzen. Ich brauche irgendwas für den Kühlschrank. Level 9. Soda, Soda, Apfelsaft, Soda, Milch, 6er Pack, Nudeln. Weil, ich bin gerade überlegen, eigentlich können wir einen zweiten Kühlschrank dann kaufen. Also solange ich Bugs habe, möchte ich nicht den Wachstum holen. Natürlich nur gucken, wann ich den, weil ich das Lager holen kann. Ne? Das ist natürlich das nächste. Da sollen wir erst das Lager holen. Was kostet mich denn ein Lager abgeht? Wir brauchen ja 3.800. Da wäre bei der Lizenz wesentlich billiger. Würde ich so sagen. So, gute Frage, ne? Wie man das jetzt taktisch vorgeht. Weil wie gesagt, wenn ich jetzt mehr Ware habe, kann ich mehr Ware anbieten und wiederum mehr verkaufen. Bekomme wiederum mehr Geld. Weil noch kann ich das alleine handeln mit dem Auffüllen. Noch sind wir jetzt nicht so groß, dass wir jetzt, dass ich jetzt sagen muss, oh, jetzt brauche ich jemanden, der hier auffüllt. Noch kriegen wir das alleine hin. So, mit Karte 7, 35, 53. Ich müsste gleich nur mal gucken, dass ich das umgebaut kriege. Weil ich wollte es da so optisch gesehen so ein bisschen schöner gestalten, ne? Also hier können wir noch einen Kühlschrank hinstellen, das wäre kein Problem. Den müsste ich mal eben umschieben hier. Dass ich den, also jetzt kriege ich den nicht dahin wegen dem Karton. Also pass auf, den schiebe ich mal dahin. Den packe ich direkt daneben. So. Bleib die Leute hier abkassieren. So, 14, 19. Ja, natürlich alles krumme Zahlen, ne? Aber bin mal gespannt, wie viele Kunden wir am Ende haben. So, der nächste kommt schon. Mal gleich gucken, was ich noch bestellen muss. Nudeln sieht gerade danach aus. 4,80. Nudeln geht immer schnell weg. Also ich bin noch überlegen, ob wir das so machen, dass Ware, die halt relativ niedrig ist, dass wir da wirklich mehr von kaufen. Dann kaufe ich auch noch zwei, davon auch noch zwei. Brauche ich sonst da irgendwas? Wasserflaschen habe ich noch 9. Wir haben natürlich noch kein Lager, deswegen sieht, dachte er mir das noch nicht so ganz, ne, was ich jetzt hier noch benötige. So, einmal Milch, bitteschön. 2,40. Boah, warum 2,40? Ja, da würde ich gucken, dass wir die nächste Lizenz holen. 143 wäre schön. 84. Genau, und wir haben einen Mod halt drin, dass wir automatisch Licht anmachen. Also die habe ich jetzt hier zum Beispiel auch drin. So, ich will als nächstes die Kühlware holen, weil da habe ich noch Platz. Das müsste ich gleich mal umpacken, dass das optisch gesehen ein bisschen schöner ist. Aber ich habe wirklich so das Gefühl, dass wir mehr Leute gerade bekommen. Kann das sein? So, 87, bitteschön. Was konntest du nicht finden? Bio-Eier? Bio-Eier 8er Pack? Die sind doch da drin. Junge, die sind doch da. Die sind doch alle da. Ich muss gleich mal gucken, wie viele Kunden wir haben. Weil ich hatte, gestern hatte ich, oh, das war zu viel, 26 Kunden. Und ich meine, heute sind das wesentlich mehr. Es kann natürlich sein, dass das an der Mod liegt. Es kann aber auch sein, dass es nicht an der Mod liegt. Ich bin mir nicht sicher, ob die auch wirklich funktioniert. Wir müssen gleich mal gucken, wie viel wir haben. So, 50, 60, 70, 87, 50, 25, das war zu viel, 60, 65. Also ich wäre ganz schlecht an der Kasse, ich würde immer zu viel Wechselgeld rausgeben. So, 22, 17, bitteschön. Ich muss mal kurz hier den Kaffee auffüllen. Ja, bin sofort da. Ich mach mal eben hier den Laden zu, weil wir haben nach 9. So, mit Karte, wundervoll. 3505, dankeschön, ciao. So, Tag beenden. Wir hatten jetzt 27 Kunden. Also 28 insgesamt. Also so viel, würde ich jetzt sagen, ist es jetzt nicht gewesen. Aber vielleicht täuscht das auch. Vielleicht kommt das auch noch, dass da wirklich mehr reinkommen. So, Kaffee, Mehl. Kann ich den auch schon mal wegpacken. Kellogs einmal auffüllen. So, jetzt muss ich natürlich mal gucken. Wir machen jetzt einfach mal alles voll. Gucken mal, wie viel die im Endeffekt jetzt leer kaufen bis zum Ende des Tages. Ich werde jetzt nicht auffüllen. Deswegen machen wir alles mal komplett voll. Die ist auch komplett voll. Wie viel sind denn da drin? 16 Stück. Bin mal gespannt, ob das reicht bis zum Ende des Tages. Ja, die Eier muss ich gleich noch kaufen. Was haben wir denn da? Haben wir Wasser drin?
Das Wasser können wir gleich einmal umstellen. So. Sind auch 9 Stück drin, okay. Warte, machen wir eben so rum. Wofür habe ich denn den Handscanner hier? So, und den auch voll machen. Also normalerweise müsstest du alles, was du Produkte hast, so wie Nudeln und sowas, die müsstest du wirklich auf 4 reinpacken. Weil die sind so schnell weg. Aber dafür müsste ich jetzt ein neues Regal kaufen, da habe ich das Budget jetzt nicht für. Regal kostet, glaube ich, auch noch so 200, ne? So, warte, ich muss eben die Sachen nachbestellen. So, dann haben wir Verwaltung. Da haben wir noch eine Rechnung. Mir geht mir das hier gerade auf den Sack. Extra wieder reingemacht von Spotify, damit ihr euch das Ganze anschauen könnt. Also Tee, rein theoretisch gesehen, nur eine Reihe. Bin ich ganz ehrlich. Tee brauchst du eigentlich nur eine Reihe, weil davon wird nicht so viel gekauft. So, Milch hat sich geändert, ne? 1,89. So, Puderzucker einmal voll machen. Der ist auch voll. Ist der leer? Der ist leer. Das Wasser packe ich mal nach unten. Nehme ich die raus. Eier brauche ich noch. Der kommt raus, der kommt raus. Kann ich da die Eier reinpacken? Was haben wir denn als nächstes für Milchprodukte? Muss ich gleich auch mal gucken, was wir da noch bekommen an Lizenzen. Dann würde ich halt das wirklich so machen. Getränke, Milchprodukte und so weiter und so fort. Ne? Das soll, also Eier, Milchprodukte, sag ich schon hier. Sowas wie Eier und so, ne? Ganzen Kram da reinzupacken. Warte. Die würde ich dann zum Beispiel da reinpacken. So, wo habe ich denn hier meine Ware? So, dann mach ich mal den Laden auf hier. Ich mal hier durch. So, open. Die hier da sind, dauert das auch eine ganze Weile. Guck mal. Ja, den wollte ich gerade wegschmeißen, weil kein Abbild drauf war. Wäre fast schief gegangen. So, schnell die Eier voll machen. Ganz voll, aber okay. So, dann setzen wir uns mal an den PC hier. Gucken wir mal, was wir an Lizenzen haben. Kuchen, die will ich gar nicht. Orangensaft, Soda. Apfelsaft, Milch und Soda. Das heißt, mit dem... warte mal, zwei, das sind 4. Wie viel kriege ich denn bei dem rein? 2, 4, 5. Also 10. 2, 4, 6, 8... 10. Oh ne, warte mal, die Milch 6er Pack ist Regal, ne? Also 2, 4, 6, 8, 10. Okay, das heißt, mit dem würde ich einen kompletten von dem voll bekommen, von dem großen. 38,03. Das heißt, wenn ich jetzt die 550 nehme, brauche ich nochmal, was sind das? 350, glaube ich, ne? Möbel. 375. Warte. 375. Ja. Falsch. Warte mal. So, was habe ich jetzt gesagt? 375 ist das. Ja, dann müssen wir natürlich noch die Ware berechnen. Ich müsste mal einen Screenshot machen. Was eigentlich, wie, welche Ware. Obwohl, das ist ja mal unterschiedlich, ne? 375 plus. Ja, ich bin gleich da. Sekunde. Möbel. Nein, Lizenz wollte ich haben. 550 gleich. Sagen wir so, bei 1200 circa müssten wir haben, damit wir wirklich, weil wir müssen ja auch eine Rechnung mit sowas mit einplanen, damit wir wirklich alles bezahlen können im Endeffekt. Ne? Also 925 brauchen wir. Aber ich glaube, da brauchen wir schon ein bisschen mehr an Bares. Ja, ein bisschen mehr Zaster in dem Fall. Oder man holt sich natürlich erst die andere Lizenz, dann könntest du ein einfaches Regal reinstellen. Ich würde aber ganz gerne erst die Kühlware holen mit Level 9. Die andere, was würde mich die denn kosten? 400, Erdnussbutter, Mehl, Olivenöl, Spaghetti, Basmati, Reis und Salz. Salz brauchst du nicht so viel. 400, das wären 600 mit der Lizenz.
Sagen wir mal 800. Ja, gut, das ist ja ein bisschen weniger im Endeffekt dann, ne? Wäre auch noch eine Möglichkeit. Die Frage, wie stelle ich die dann hin? Stelle ich die dann hier hin? Oder stelle ich die... Obwohl, die Getränke könnte ich dann wegstellen. Die Getränke könnte ich dann umstellen. Ja, das könnte ich auch machen. Das wäre auch kein Ding. Müssten wir mal gucken, wie wir das machen. Ob wir erst jetzt die kleinere Lizenz holen. Weil ich will halt jetzt wirklich in diesem Run mal ausprobieren, soweit Lizenzen zu kaufen, bis ich sage, okay, ich muss jetzt diesen Wachstum nehmen. Weil ich einfach anders keinen Platz mehr habe. Genau, ich wollte ja nicht auffüllen. Solange die Sachen jetzt noch da sind, brauche ich ja nicht auffüllen. Und solange die jetzt nicht sagen, Kasse voll, werde ich auch keinen Kassierer einstellen. Wir werden hier mal so einen experimentellen Run machen, sage ich jetzt mal. Und uns so ein bisschen durchprobieren, wie wir das machen können. Obwohl ich sehe gerade, wir sind Level 8, ne? Also wir könnten auch bis Level 9 durchziehen und gucken, dass wir das Geld sparen. Das wäre auch eine Möglichkeit. Weil ich brauche so ein Regal, fällt mir gerade ein, ne? Weil das 6er-Pack von der Milch... Keine Kühlware. Das heißt, ich habe jetzt... Ja, da bin ich ja doch... muss ich doch erst das andere holen. Und dann habe ich schon mal das Regal. 25, 35, 40... 48. Ich wäre als Kassierer total schlecht mit Wechselgeld. So, 14. 10, 14 und 1 Cent. Bitteschön. Schau mal, Wasser heute... Ja, viel trinken ist wichtig. Da haben sie recht. So, bitteschön. Schönen Tag noch. Herr Kollege, wie ist die Lage? Ja, ich sehe schon. Kaffee und Nudeln, hast du einen scheiß Tag gehabt, ne? Weil denkt daran, nicht alles durcheinander mischen. So. Wir sind jetzt bei 4 Uhr und man sieht, die Regale sind immer noch nicht komplett leer, ne? Aktuell. Ja, wir... direkt zu Beginn der Early Access... es ist ja Early Access, aber zu Beginn der ersten Version, die wir damals gespielt haben, war es ja wirklich so, dass wir immer relativ viel auffüllen mussten. Deswegen bin ich mal gespannt, wann wir jetzt hier auffüllen müssen nach einem Tag. Deswegen, das ist gar nicht so schlecht, dass man sich das auch mal anschaut. So einen Überblick bekommt. So, 59,90. Bitteschön. So, nächste. So, 14, 13. Das wollte ich irgendwas sagen, jetzt habe ich es vergessen. Genau. Kellogg's mit Nudeln. Ja, Kellogg's mit Eier. Schmeckt das überhaupt? Kommt drauf an, ne? Ob er die vorher kocht oder nicht, ne? Naja, wer weiß. Ja gut, also Überlegung. Ne? Lizenz. Wir müssten, obwohl ich könnte... den Tee rausnehmen. Da würde ich das Regal im Endeffekt sparen. Das wäre egal. Jetzt aber auch nicht, dass ich jetzt mehr Leute bekomme durch die Mod, ehrlich gesagt. Also gegen 4, da kommen die meisten, kommen dann nochmal hinterher. Ja, das läuft ganz gut. Da kommen nochmal viele. Jetzt geht die ab 4, 6 Uhr, gibt dann automatisch das Licht an. Bei Tee könnte ich wirklich ein so ein Ding bauen, das reicht. Und Milch kann ich dann 2 Packen holen. Kann ich ja mal wieder nachfüllen, das ist ja dann kein Problem. Wir sind ja momentan ja noch alleine. Wenn ich jetzt so gucke, also Kaffee geht relativ zügig leer. Da müsste man wirklich hingehen und sagen, wir bauen auf 2 Reihen. Nudeln im Endeffekt auch, also wirklich komplett 4 Reihen voll machen. Wir gucken mal bis zum Ende des Tages, was da wirklich relativ viel leer geht. So, warte, 20, 22, bitteschön. Muss ich die Kasse eigentlich auch anders hinstellen, damit ich das besser sehen kann. Der Kaffee habe ich jetzt noch 2. So, 29, 52, so, bitteschön. Müssen wir gleich mal gucken. 22, 64, 8 Uhr. Sobald jemand den Kaffee leer macht, muss ich den auffüllen. Ich hab ja noch welchen da. Also dann müsste ich ja doch im Endeffekt... Okay, er macht den Kaffee gerade leer. Also müsste ich gleich doch noch ein Regal kaufen. So, 10, 12. So, Sekunde. Ich muss mal eben kurz... Ja, Moment, Moment. Ich muss mal eben hier... Ich müsste mal eben hier was bestellen. Schnell bevor der Tag... zu Ende geht. So. Obwohl, so viel ist gar nicht weggekauft worden. Also Kaffee haben wir jetzt nochmal aufgefüllt. Hast du nochmal Kaffee gekauft? Nein, sie hat nur Brot gekauft. Okay. 87. Kind, wir haben zu. Wir haben nach 9. Laden ist geschlossen. Feiern für heute. Dann nimmst du nochmal Kaffee weg. Also die 3 habe ich jetzt aufgefüllt. Hat keiner weggenommen. Also 8 Stück hätten hier locker gereicht. Also 16 Stück insgesamt.
So, die auch mal mit auffüllen. Wir könnten eigentlich gleich schon fast die neue Lizenz holen im Endeffekt, weil wie gesagt, ich brauche jetzt noch ein Regal. 50, 30, 40, 45, 48. So. Den Tee nehme ich mal raus, weil so viel brauche ich davon nicht. Das heißt, da würde ich jetzt wirklich nur einen reinpacken. So, Käse auffüllen. Den müssen wir wirklich auch zweifach haben, das ist richtig. Wird aber auch nicht so viel von gekauft. So, wir machen mal den Tag zu Ende. 27 Kunden und alle zufrieden. Nett. So, die Spießöl geht hoch. Der kostet jetzt 4,32. Warte. Warum? Den Tee mache ich da mal weg. So, dann das Wasser. Haben sie auch gut weggekauft. Eier sind auch komplett leer. Muss ich die auch gleich nachbestellen. Milch ist auch gut weggegangen. So. Okay. So, Nudeln. Ja, Nudeln geht immer gut weg. Nudeln gehen immer gut weg. Ja, es ist, ne, ich würde jetzt warten, echt, bis ich die nächste Lizenz kaufen kann, weil wir brauchen noch Level 9. So, jetzt muss ich hier noch, ja, ich habe ja Hans genommen. So, davon brauche ich 2. Davon brauche ich 2. Davon auch 2. Davon 2. Immer 2 bestellen. So. Stellen wir, sind wir im 395 gewesen. Siehst du? Kann man doch gar nicht so schnell hier die Sachen bestellen. Also ich könnte jetzt hingehen und sagen, ey, ich nehme wieder hier einen Kredit auf und mache das Ganze dann mal eben zügig. Das wäre auch noch eine Möglichkeit. Aber machen wir in dem Fall jetzt nicht. Wir warten jetzt nochmal so einen Tag. Und dann werden wir schauen, was wir da noch brauchen. So, Käse kann ich auch wegschmeißen. So, hier mal die Eier auffüllen. So, und sobald wir jetzt hier genug gefüllt haben, warte, ich kann mal kurz gucken, haben wir noch genug alles drin? Ja, komm, wir machen mit dem Bauch hier. Wir mal hier den Laden aufmachen. Muss schneller Geld verdienen. So, der ist auch fertig. Ich hoffe immer gegen diese doofe Tür, ey. Okay, der ist auch voll. So, den weg. In da rein. Wundervoll. Oder Zucker. Weil ich jetzt schon weiß, wenn wir die neue Lizenz haben, die werden gleich sich alle auf die neue Lizenz stürzen. Deswegen, ja, müssen wir mal gucken, wie wir es am klügsten anstellen. So, Öl auffüllen. Einen Platz habe ich ja im Endeffekt noch. Das ist nicht das Problem. So, Mehl. Ich weiß jetzt wirklich nicht, dass ich jetzt durch die Mod mehr Kunden bekomme. Vielleicht funktioniert es auch nicht. Das ist auch möglich. So, Brot auffüllen. So, 30. Nein, 50. So, bitteschön. 28, 23. Wir warten mal jetzt den Tag ab. Ach ne, warte mal, ich brauche noch Level 9. Ich brauche noch Level 9, bis ich das ja machen kann. Ja, genau, da war ja was. Das sollten wir gleich hinkriegen mit Level 9. Das dürfte eigentlich ganz gut laufen. 92. Was habe ich denn hier unten vergessen? Ach, ich habe das Wasser falsch ansortiert. So, nächste. Frage mich gerade, wie weit ich runtergehen kann mit dem Kühler. So, 24,70. So, wie weit kann ich jetzt hier runtergehen? So, rein theoretisch gesehen könnte ich den noch weiter runterbauen und könnte dazwischen noch ein Regal bauen. Beziehungsweise einen Kühler könnte ich noch dazwischen stellen. Nachher das Regal müsste ich nachher woanders hinstellen.
Also ich müsste einen quasi hier hinstellen oder hier hinstellen. Von den Sachen. Müssen wir mal gucken, wie wir das am klügsten machen. 1903, so, nächste. Ich sage ja, wir sind gut Richtung Level 9 gerade. Dürfte dann kein Problem sein. So, bitteschön. So, alles direkt auffüllen. Ich will auch diesmal versuchen, nicht allzu viel zu bestellen. Sagt er, während er den ganzen Laden voll hat. So, Karton leer. Karton ist leer, sehr schön. So. 1877. So, bitteschön, nächste. Zack. 36. 36, 36, bitteschön. Ich könnte mal gucken, ob ich noch ein Regal kaufen kann. Das dürfte eigentlich auch nicht so viel kosten, ne? So. Müssen wir so holen. Also, ob ich es jetzt kaufe oder später, das ist vollkommen Wumpe. Frage ist nur, ne, ich krieg das nicht da rein, ne? Ne, das passt nicht. Das kriege ich auch nicht dazwischen gestellt. Gut, dann müsste ich das hier hinstellen. Den stelle ich mal direkt daneben. So. Und den mache ich direkt hier hin. So. Dann habe ich von hier aus nämlich alles im Blick. Dann kann ich nämlich direkt immer die ganze Ware sehen. So, jetzt müssen wir nur noch das Geld zusammenbekommen für die Lizenzen. Und dann haben wir den Rest schon mal gekauft. Dann will ich doch erst gleich erstmal die andere holen. Die mit den Erdnussdingern. Wenn wir das Geld gleich haben. Können wir da nämlich gleich schon mal die nächste Ware anbieten. So, Wasser haben wir noch. Nudeln. Nudeln haben wir auch noch aktuell. Mein Mensch, ist voll hier. Ist voll. Komm, kann dann weg. Weil, wie gesagt, ich will jetzt nicht so viel Lagerware haben. Wir wollen ja so ein bisschen reduzieren. Das hier alles auf Pump zu lagern. Das müsste eigentlich gleich das Licht angehen, oder ist das schon an? Der müsste gleich automatisch angehen. So, siehst du, sag ich doch. Ab 6 Uhr geht das automatisch an. So, 49. Da ist wieder so ein Bonz dabei. So, 45. 49, 50, 25 ist zu 4. 60, 65. 68. So, 24, 24, bitteschön. So, nächste. So, 5, 6, 50, 80, bitteschön. Ich bin der Einzige, der so zählt, ne? Oder macht ihr das auch? So, 50, 30, 45. So, 49, das ist total doof. Mir fällt das gerade auf. Ich zähle die ganze Zeit die Sachen hier. So, den haben wir gerade aufgefüllt. So, Mehl machen wir auch mal eben voll. Also, ich werde jetzt da keine Lichter reinstellen, weil ich das jetzt so dunkel weiß, kostet mich ja auch Strom. Ja, und Strom können wir uns nicht leisten, das ist viel zu teuer. So, den auch mal auffüllen. Ja, wartet mal, ich bin ja gleich da. Ein Käse. Ja, okay, komm hier, 3,40, ciao. So, Käse. Ja, Vollmond, ich müsste doch mal dich dreimal so ein bisschen dustern, ne? So, Punkt 9 Uhr mache ich gleich den Laden zu, damit hier keiner mehr reinkommt. Durch Feierabend um 9. Auch fertig. So. Geschlossen jetzt. Wir haben 9 Uhr, ist Feierabend. So, 22, 92. Bitteschön. Können Sie noch ein bisschen was kaufen? Also ich brauche jetzt so... was war das mit der Lizenz 400 circa, ne? Also Rechnung, Wachstum, Lizenz. Wir brauchen 400. Also wenn ich die 750 aufnehme... Ich weiß, die muss ich wieder zurückzahlen, aber so kommen wir am schnellsten zu den Sachen. So, und 24 Kunden. Also ich sehe jetzt nicht, dass durch diese Mod mehr Leute reinkommen. So, 3, 27. 3, 38. Das passt. So, was haben wir sich jetzt noch bestellen? Auch voll.
3,71, 6,43, 4,32. Ja, da brauche ich jetzt noch Kaffee und den ganzen Kram. Auch leer. Muss ich da echt nochmal gucken, ob ich die Mod wirklich drin habe, aber ich meine, ich hätte sie reingepackt. So, dann Verwaltung, Rechnungen. So, dann brauchen wir jetzt noch die Lizenz, das sind 400. Bank, Zahlungen, Darlehen. Machen wir das Niedrigste. So, jetzt sind wir bei 1000. Verwaltung, Lizenz, die wird gekauft. So, Rechnungen sind bezahlt. So, Markt, Produkte. Als brauche ich auch nur einen, davon zwei, davon zwei, davon auch zwei, davon zwei, davon auch zwei. So, Eier und Milch könnte ich noch mit reinpacken. Kaffee habe ich, glaube ich, in der Box drin. Oh, mal gucken. So, ich muss mich nur so ein bisschen auf die Zeit achten, weil gleich um 5 meine ich, hätte ich den Stream geplant. Dann muss ich da so ein bisschen drauf achten. Okay, Salz haben wir, passt perfekt. So, Öl, genau, ich wollte das Ganze so ein bisschen sortieren, ne? Dass das alles dann quasi in die Reihen passt. Dann würde ich da nämlich gleich das Mehl reinpacken, direkt daneben. Ne, warte, falsche Regalreihe. So, den nehme ich auch mal eben da raus. Will ja alles optisch so ein bisschen passen. So, dann packe ich den mal dahin. Dann nehme ich den mal hier raus. So, Milch eben auffüllen. Okay, das passt. So, Puderzucker. Puderzucker können wir dabei lassen. Das ist passend. Salz würde ich jetzt nicht da unbedingt stehen. Lassen wir erstmal da stehen, ist egal. Lassen wir erstmal da stehen. Das können wir immer noch umpacken. Achso, Spaghetti habe ich ja auch noch. Ja, okay. Dann muss ich es so irgendwie umpacken. Ich glaube, ich habe nicht genug Regale, ne? Nicht genug Regalplatz für die ganze Ware, glaube ich. Öl. Warte mal, was habe ich jetzt noch? Mehl habe ich jetzt noch. Ich glaube, ich habe zu wenig Platz. Ah, ich habe zu wenig Platz, glaube ich. Okay, er hat direkt einen Preis dran gemacht. 57. Okay, warum der jetzt der Preis automatisch dran stand, weiß ich jetzt nicht. Das ist mir jetzt neu. Da habe ich jetzt keine Ahnung, warum das jetzt ist. So, machen wir das noch eben voll. So, perfekt. Für den einen Tag jetzt hier auf jeden Fall noch mitmachen. Eier. Das ist auch voll. Schmeiß ich aber mal weg. Kein Problem, wir dürfen das. So, okay, da habe ich noch ein bisschen Platz. Ah, anscheinend habe ich da irgendeine Mod drin, die automatisch die Preise jetzt schon reinmacht. Muss dann nochmal nach meinen Mods gucken. Vielleicht geht das deswegen nicht mit der Customer Mod. Ich müsste das Spiel einmal komplett neu installieren, die ganzen Mods nochmal neu reinmachen. So, Kaffee. So. Ja, das müssen wir auf jeden Fall nochmal ein bisschen umbauen. Also wir müssten auf jeden Fall, glaube ich, noch ein Regal kaufen. Das ist der Kaffee. So, Spaghetti. Das machen wir anders. Die nehmen wir raus. Packen wir da rein, die packen wir da rein. So. So, wo war jetzt das andere? Da. So.
Er nimmt reichlich hier, so ist das richtig. Ich nehme einfach alles leer, damit ich hier auffüllen kann. So, den einmal da weg. Dann werde ich gleich einmal das Spiel neu installieren und die Mods auch mal neu installieren. Habe ich da irgendwo einen Fehler drin mit einer Mod, das kann natürlich sein. Dann werde ich euch eine neue Modliste unten reinpacken. Welche wir da jetzt im Endeffekt drin haben. Guck mal, sie kauft schon direkt den Reis, wundervoll. Ja, so habe ich das gern. So, immer schön reichlich kaufen. So, 2, 28. Warum? Na Leute, mehr einkaufen, weil ich muss hier noch eine Rechnung zahlen. So. Wie viel zahle ich denn jetzt im Endeffekt zurück von dem Kredit? $765 zahlen wir zurück. 51,74. 3,55. So, 28,89, bitteschön. 41 kriegt er wieder, wundervoll. Direkt wird die neue Ware direkt weggekauft, ne? So will ich das haben. Ich nehme auch wesentlich mehr Geld. So, 36. Bitteschön. $42,55. Zwischendurch die Sachen mal wieder auffüllen. So, 5, 50, nein, oh hier, 40, 45, 47. 45. So, 49, 87. Ratze Fatze geht das hier. So, 50, 80, 40, 44. Musik ist heute irgendwie nicht passend, habe ich so das Gefühl. 53, 37. Ach so, Olivenöl geht auch gut weg. Da müssten wir auch nochmal gucken, dass wir da mit der Zeit ein neues Regal bekommen. Aber alles nach und nach. Jetzt müssen wir erstmal gucken, dass wir die 750 wegkriegen. Dass wir die einmal bezahlt bekommen. Und dann sollte das eigentlich laufen. Wie gesagt, mit der nächsten Aufnahme werde ich dann auch das alles soweit fertig gemacht haben wegen den Mods. Sollte das eigentlich auch soweit laufen. Ich sehe gerade, ich brauche noch Käse. Ich werde noch welchen bestellen. Den habe ich wahrscheinlich schon bestellt. Das kann natürlich auch sein. So, schnell die Leute abkassieren hier, damit die nicht allzu lange warten. 56,04. So, 28, bitteschön. So, 60, 86. Ich muss, glaube ich, den Käse gleich auffüllen, weil der ist nämlich fast leer. Kommen wir aber gerade nicht dazu, an diese, immer hier mal weg von der Kasse zu gehen. So, 92, wundervoll. Schmeiß ich immer darüber.
Warte, ich brauch gar nicht so gucken. Ich schmeiß nur die Ware von Anna P. Alles gut. Aber Salz wird ja auch gekauft. Ich werd verrückt. Aber trotzdem, da brauchst du nicht so viel von, weil du hast eine große Anzahl von dem Material. Da brauchst du nicht so viel von einpacken ins Regal. So, 2, 50, 60, 63. Und ihr müsst euch mal so ein bisschen beeilen, weil ich muss gleich den Süden anschmeißen. So, Nudeln. Spaghetti habe ich keine mehr. So, mal eben stellt. 31,07. 41, na, 02. Und 25. Was kannst du nicht finden? Wasserflaschen? Habe ich die nicht aufgefüllt? Oh, warte. Jetzt kann ich sie nicht mehr bestellen. Scheiße. Ich kann sie nicht mehr bestellen. Ja, ich weiß es voll. So. So, Leute, jetzt ist aber Feierabend. Jetzt kommt hier keiner mehr rein. So, 41. Bitteschön. 20, 64. 21,98. Immer diese Zahlendreher hier. 44. Was für eine beschissene Zahl. Okay, füllen wir mal alles auf hier noch. So. Dann kann der weg. So, Spaghetti, Käse. Auch so gut wie voll. Machen wir erstmal hier das ganze Lager rein. So, hier machen wir noch die Eier rein. Voll. Auch voll. So. Kaffee. Den Rest fülle ich eben da alleine auf und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder, wenn ihr Bock habt. Bis dahin, ciao.